Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge No Man's Sky. Ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Ich weiß nicht, für was wir da diesen Scanner brauchen, aber da hinten 2 Minuten von hier mit dem Auto ist ein Lager, das wir brauchen, damit wir Booster für unser neues kleines Super-Turbo-Gefährt kriegen. Und die hätte ich jetzt schon ziemlich gern. Ich finde es echt ganz cool mit diesen Updates. Ich meine, man muss schon echt sagen, am Anfang, als das Spiel rauskam, waren die Entwickler echt ein bisschen auf einem... Ich weiß nicht genau, was mit denen los war. Weil die haben eben dieses Spiel rausgebracht und haben wohl nicht damit gerechnet, dass das so schlecht ankommt. Und haben dann schon vor Release, noch ein paar Tage vor Release, haben die angefangen, über so Sachen wie DLC-Support zu reden. Und was die alles für tolle Pläne für ihre DLCs haben, die kostenpflichtigen. Und irgendwie haben sie jetzt wohl ein bisschen umdisponiert und machen jetzt doch lieber kostenlosen Content. Und das ist eine gute Entscheidung, glaube ich. Das tut dem Spiel gut. Ich glaube, das tut dem Image des Entwicklers gut. Auch wenn sehr viele das Spiel wohl nach Kauf zurückgegeben haben, dürfte es sich finanziell für die Entwickler rentiert haben. Und die hätten wohl auch einfach sagen können, okay, machen wir noch irgendwie eine Champagnerparty und dann ist der Trip halt vorbei. Ist halt jetzt schlecht gelaufen. Aber die versuchen sich zu rehabilitieren. Die versuchen No Man's Sky wirklich den Wünschen der Community anzupassen. Ich glaube, die stecken da wirklich... Da steckt, glaube ich, wirklich viel Herzblut in dem Projekt und die wollen das nicht einfach so aufgeben. Und das muss man ihnen echt zugute halten. Und wenn die jetzt nach einer gewissen Zeit sagen, so, jetzt würden wir vielleicht doch noch kostenpflichtige DLCs für No Man's Sky bringen, darf man das Ding, glaube ich, nicht zu übel nehmen. Die tun jetzt gerade wirklich, was sie können. Ich habe jetzt nur schon wieder unser Ziel aus den Augen verloren. Ah, da ist es. Neben dem Plutonium. Aber das Plutonium, glaube ich, tanke ich jetzt mal kurz. Also nehmen wir mal mit. Weil... Treibstoff und so. Okay, weiter geht's. Oh, Entschuldigung. Oh, Wölfe, passt doch auf. Oh, man ist echt eine Gefahr für die Natur, wenn man hier so durch die Gegend cruist. Warum kann ich eigentlich alles kaputt machen außer Bäume? Na gut, und größere Lebensformen auch nicht, nur die kleinen. Ich hoffe, man kriegt noch ein Update, damit man kleine Lebensformen nicht mehr schädigt beim Drüberfahren. Das glaube ich eher weniger, aber ich fände es gut. Na komm, hoch. Yay! Okay, das ist irgendwie aber keine Basis, das ist einfach nur irgend so ein Signal. Ist das wirklich so gedacht? Das zeigt mir jetzt eine fortgeschrittene Lebensform. Ich weiß ja nicht so recht, ob das jetzt richtig ist, was wir hier machen, aber okay. Ich fahr mal dahin. Von mir aus schauen wir uns die Sache mal an. Die haben das echt ganz gut hingekriegt. Ich habe mir im Vorfeld echt schon Gedanken gemacht, wie die das schaffen wollen, dass man mit diesem Ding auf den unebenen Planeten fahren kann. Dass man in jedem Gelände zurechtkommt. Aber das funktioniert wirklich ganz gut. Das haben die echt gut hingekriegt. Man kann wirklich selbst aus Canyons wieder einigermaßen gut raus. Schon nicht schlecht. Nicht schlecht. Jetzt fahren wir mal zu der Advanced Lebensform. Aber ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass wir jetzt nur so einer ganz normalen Location auf der Spur sind und nicht unserem Missionsziel. Aber hey, ich versuch's mal. Ich versuch's mal. Oh, Benzin leer. Oder ich benutze die ganze Zeit den Scanner nicht richtig. Das könnte auch sein. Nach Depot suchen, nach Ressourcen suchen. Nach Depot scannen. Ah, ich habe den auf Ressourcen gestellt gehabt und musste den jetzt erst umstellen auf Depot. Okay. Okay, das wurde mir, glaube ich, zwar nicht gesagt, aber ist okay. Müssen wir halt jetzt 5 Minuten in die Richtung fahren,
Und da ist ein riesiger Berg vor uns. Ich hoffe, da kommen wir hoch. Weil ich glaube, die 5 Minuten meinen Luftlinie und planen nicht diesen riesen Berg mit ein. Aber ist okay. Ist okay. Wird schon. Wie gesagt, der schafft ja. Der kommt ja mit Steigung ganz gut zurecht, der Buggy hier. Ups. Na komm schon. Ich habe gerade noch Werbung für dich gemacht. Wie cool du bist. Jetzt enttäusch mich nicht. Sehr gut. Sehr gut. Läuft. Läuft. Läuft immer noch. Läuft immer noch. Warum hat das Fahrzeug gerade Schaden bekommen, so viel? Hey, wenigstens löst sich der Sturm auf. Dann sehen wir vielleicht wieder ein bisschen was, wo wir hinfahren. Oh, jetzt schnell noch in den Canyon, bevor es dann wieder steil nach oben geht. Okay. Puh, was für ein Plateau, hey. So, jetzt nur nicht in irgendein Loch fallen. Oh, nicht in irgendein Loch fallen. Drüber springen. Yeah! Ich überschätze immer die Sprungpower von dem Ding maßlos. Aber ist okay, wir graben uns einfach irgendwo wieder raus. Ups, okay, in die Richtung müssen wir, na dann. Dann wieder runter von unserem super hohen Plateau. Wow, der wird ganz schön schnell bergab. Ich kann ihn nicht mehr halten. Cool. Okay, weiter geht's. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns, Mann. Auto, jetzt mal zusammenreißen. Wie weit ist es denn noch? Das ist echt schwierig. Ich muss lenken, damit ich den Hindernissen ausweiche und versuche gleichzeitig, bam, das Ding hier anzuvisieren. Noch 3 Minuten 40, das geht ja. Da sind wir eh gut vorangekommen. So, bitte raus. Danke. Wir könnten mal einen Zwischenstopp bei dem anderen Fragezeichen da machen, was auch immer das ist. Warum nicht? Das ist nur 30 Sekunden von hier entfernt. Da sind wir gleich. Ist schon ein super Feature, dieses Fahrzeug, das die eingeführt haben. Macht echt total viel Spaß. Das Planetenerkunden gleich nochmal hat ein ganz neues Level. Leider überfährt man halt so viel Wildleben. Das finde ich nicht gut. Ich bin da empfindlich. Okay. Handelsposten. Mal schauen. Vielleicht kann ich nämlich hier Sachen kaufen, die ich brauche. Ach so, nicht verkaufen. Quatsch. Ich will einkaufen. Eventuell. Und zwar hätte ich ganz gerne leider nichts von dem, was du hast. Na gut. Tschüssi. Wollen wir trotzdem mal speichern? Ah, ich nehme mal das hier noch mit, was auch immer das ist. Und das hier auch. Das hier auch. Und dann fliegen wir weiter. Und mit Fliegen meine ich fahren. Und mit Fahren meine ich schießen versehentlich. Jo! Bam! Ich frage mich, wie das Fahrzeug auf Wasser reagieren würde. Kann man unter Wasser fahren mit dem Fahrzeug? Jetzt bin ich neugierig. Oder schwimmt es vielleicht? Ich meine, es hat riesige Gummireifen. Theoretisch könnte es damit vielleicht auch schwimmen. Und sich so durchbuddeln. Oh, ein kleines Plutoniumfeld. Also auf den Fahrzeug-Mining-Laser freue ich mich aber auch schon. Wenn man mit dem dann tatsächlich die ganzen Sachen hier abgraben kann, Plutonium und so, ohne dass ich damit aussteigen muss, schon cool. Vielleicht nicht nur noch ein Scanner, dass ich auch die Lebensform scannen kann, wenn ich im Auto sitze. Oh,
Oh, was für ein weiter Weg. Ob dir das mit Absicht... Also, ich weiß ja nicht. Ist ja bestimmt auch zufällig generiert. Also muss ja zufällig generiert sein. Aber ist das mit Absicht so gemacht, dass die Basis, zu der man muss, wenn ich denn überhaupt zu der Basis muss, zu der ich jetzt gerade auf dem Weg bin, aber dass die weit weg ist, damit man dann so ein bisschen durch die Landschaft cruist mit seinem Auto, wird Sinn machen. Fände ich cool. Oh, ich dachte schon, wir kommen nicht mehr raus aus diesem Loch. Und in das Loch wollen wir, glaube ich, nicht rein. Es ist noch sehr weit, Papa Schlumpf. Nö, nicht mehr weit. Na gut. Hey, ein bisschen Plutonium. Tanke ich mal. So, scannen. Ich finde ja diese zufällig generierten Lebensformen immer noch sehr faszinierend. Ich hoffe, dass die da auch mehr Variationen immer wieder reinbringen oder noch bringen werden. Also für mich ist das nämlich ein ziemlich cooles Feature. Ich weiß nicht, wie das so in der Masse, in der Allgemeinheit wahrgenommen wird, aber ich finde das eigentlich auch diesen Zufallsgenerator von Welten und Pflanzen und Tieren schon sehr faszinierend, einen sehr coolen Aspekt. Dürfte nur von mir aus gern ein bisschen mehr Variationen drin vorkommen, weil man sieht leider schon sehr oft, die gleichen Konzepte zumindest an Lebewesen. Ich meine, macht ja auch Sinn. Ich meine, deren Editor simuliert ja auch so ein bisschen Evolution scheinbar, deren Algorithmus. Und ähnliche Lebensräume können natürlich schon auch gleiche Lebensformen oder ähnliche Lebensformen hervorbringen. Das will ich ja überhaupt nicht kritisieren, aber man merkt halt, dass die gleichen Bauteile exakt im Grunde oder nur leicht abgewandelt bei verschiedenen Tieren immer und immer wieder verwendet werden. Und das finde ich schade. Ah, Nanithaufen kriegt man jetzt, statt Technologien, die man eh schon hat. Das finde ich gut. Ach ja, hey, wir müssten mal wieder tanken, glaube ich. Und weiter geht's. So, jetzt müssen wir nochmal schauen wegen Licht. Ach, Fotomodus doch nicht, nein. Ich will das Licht anmachen. Ich sehe da echt keinen Unterschied. Jetzt ist es an und jetzt ist es immer noch an. Okay, gut. Oh, ich fahre irgendwie falsch. Wir müssen ja da lang. Ich fahre dem falschen Punkt hinterher. Ich hoffe noch nicht sehr lange. Wobbel, wobbel, wobbel. Okay. Überhaupt kein Problem. Der schafft wirklich 90 Grad Steigungen. Solange es nicht über Kopf geht, kann man mit Springen und nach vorne lenken eigentlich echt fast überall hin. Hey, da haben wir das Depot, oder? Machen wir mal alles kaputt hier. Aber irgendwie... Ah doch, wir kriegen auch was von dem Zeug, das wir brauchen. Perfekt. Noch ein Kanister. So, ich hoffe, wir haben jetzt genug von dem Zeug. 73. Ich dachte, wir brauchen mehr, oder? Jetzt kommen Kampfeinheiten. Aber wir haben jetzt ein Gefährt. Ich glaube, wir brauchen mehr. Ich flüchte jetzt mal vor den Wächtern ein bisschen. Wobei die mich noch nicht mal angegriffen haben bis jetzt. Keine Ahnung warum. Aber jetzt warte ich mal, bis wir... Ah ja, Wächtereinheit deaktiviert. So, jetzt schaue ich mal. Wir brauchen 70 davon. Ah, das könnten wir haben. Wir haben 73. Perfekt, dann den langen Marsch nach Hause antreten. Los geht's. Bäm.
Okay, die Bäume sind echt so robust, die können wir nicht mal mit unserer Waffe wegsprengen. Wahnsinn. Nicht abstürzen, nicht abstürzen. Whoop. Halfpipe. Yeah. Oh Gott, dieses Springen ist so lustig. Und wenn ich mir das jetzt noch mit den Boostern kombiniert vorstelle, glaube ich, ist das alles verdammt cool. Aber jetzt haben wir erstmal eine lange Rückfahrt. The long way home. Ich dachte, der hat sich schon aufgelöst. Der sagt zwar immer, Sturm löst sich auf, aber in Wirklichkeit regnet es einfach immer weiter und weiter. Oh nein. Ah, da sieht es ganz gut aus, glaube ich. Ja. Es ist aber eigentlich, Entschuldigung Tierchen, es ist eigentlich schon ein echt schönes Spiel, oder? Wenn man hier so über die Landschaft cruist mit dem Auto. Wo ist denn jetzt unsere Heimatbasis? Da lang. Natürlich, immer durch irgendwelche Canyons durch. Ich hätte sogar einen Booster. Aber gleich kriegen wir die. Wir müssen jetzt nur noch das Zeug heimbringen. Und dann boosten wir uns ins Jenseits. Oh Gott, hoffentlich nicht. Yo! Ups. Whoop. Whoop. Über die Sandbank. Da ist es wenigstens mal schön ebenerdig. Also ein bisschen schräg, aber wenigstens keine Hügel. Und schon geht's weiter. Sollte hier mal Wasser sein, zufällig oder so? Oder warum haben wir hier so Sandbänke? Schon komisch. Irgendwie laufen hier gerade zwei Musikstücke gleichzeitig, oder? Okay. Was wir für eine actionreiche Autofahrmusik auf einmal haben. Warum? Ich weiß es nicht. Aber ist schon okay. So, müssen wir jetzt schon wieder aufs hohe Plateau? Sind wir jetzt schon wieder so weit? Möglich. Whoop. Okay. Oh oh. Oh, das ist eine gemeine Höhle. Aber die Wand geht vielleicht. Nee. Da ist überall so eine kleine Mulde. Seht ihr das? Oh nein. Hau ab, ey. Stecken wir jetzt hier fest. Nein. Können wir Löcher in den Boden schießen mit unserer Waffe? Nope. Dann müssen wir jetzt hoffen, dass wir irgendwo die Wand hochkommen. Ah ja. Okay. Komm schon, mit ein bisschen Springen. Mit ein bisschen Spucke und Springen geht es. Yeah. So, orientieren. Okay, da lang. Weiter geht's. Nicht schon wieder. Puh. Leute, ich würde sagen, wir beenden jetzt an der Stelle mal die Folge für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat. Bitte vergesst nicht zu liken und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann wieder in der Basis sind. Macht's gut, bis dann. Ciao.